Herzlich willkommen zurück bei Life is Strange 2, Episode 3. Nun, wir hatten in der letzten Folge ich empfand es schon als kleines Drama. Ich verstehe schon, dass der Kleine so ein bisschen so, ja, Papa verloren, hat nur noch den großen Bruder, die leben jetzt schon eine Weile hier draußen und das ist schon eine harte Nummer. Das ist ein Vöglein. Ich verstehe das schon, aber dass da so bockig ist, ja gut, okay, es gehört zur Entwicklungsphase dazu. Ja, ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen. Ich habe in der letzten Folge meine Kopfhörer, die alten, ich habe mir heute erstmal vorübergehenderweise neue Kopfhörer geholt. Und ich dachte, man konnte die ganze Zeit das Piepen hören. Konnte man nicht, Gott sei Dank. Ich habe nochmal nachgeguckt und ich die ganze Zeit, es tut mir leid, oh mein Gott und so. Und da war dieses Gesabbel davon ja auch echt nicht gerade gut. Ich denke die ganze Zeit, ich kann mit gleich die Steinchen aufnehmen. Echt, das ist, ich bin... Hallo, bist du schon wieder da? Was ist denn da, dass du da so wühlst? Kann man nicht mal einer den Müll wegbringen? Wo bist du denn? Ich guck mal nach. Ja. Ich würde den beiden sehr, sehr gern helfen. Definitiv. Hier ist jetzt keiner mehr und ich bin jetzt alleine hier. Was ist mit Madame Cassidy? Kann ich hier noch irgendetwas tun? Nee, ne? Okay. Gut, Oh. Kommt ein Vogel geflogen, setz dich nieder auf meinen Fuß. Nee, das geht anders. Hier geht gar nichts mehr. Warum nicht? Das war unser Zelt. Wo gehe ich jetzt mal hier lang? Okay. Oder vielleicht sollte ich mal ein bisschen schneller gehen. Hier ist das ja nicht so mit Stamina. Bleibe ich an dem Blatt hängen? Ernsthaft? Oh, ach so, die warten auf mich, die Guten. Good morning in the morning. Ja, er meint es halt nur gut, ne? Mind if I sit here? Sure. Why so serious? Nothing. Just thinking. Cool. I'm always worried about my city boy. Everyone here? This isn't a fucking school bus. We're late. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Aber wenn die arbeiten gehen, warum sind die... Warum werden die nicht erwischt oder erkannt von der Polizei, so, weißt du? Jetzt möchte ich gerne wissen, was sie arbeiten. Das interessiert mich jetzt sehr. Das ist ganz ungewohnt mit diesen Kopfhörern, weil das sind halt nicht... Logitech. Ich bin eine verwöhnte Göre, was das betrifft. Ich habe immer so welche, die das Ohr komplett umschließen, wo das Ohr eigentlich in der Schale drin liegt. Und das war... Das habe ich jetzt seit Jahren so und das war mal am schönsten. Whatever, dude. Just give me more booze. You know? Yeah. I don't bullshit you. Some gutter punk. Jump. You're not listening to anything I say. So I'm cutting that. Are you? Yeah. What? Yes, I am. Me too. The party. Oh, shit. Too much sex, guys. Are you okay? Too much sex. Shut up. Two fees in a pod, these ones. I'll show you the battle scar. Oh. So high last night. Is Sean jealous? Nah. Just you, keeping an eye out. That, you know? Though. Yeah. Okay. Big brother watching. Hey, who's the nice That's master cute. Here? On death. Did you lock the tent? You want to see stuff for Sean in that evening? So. Wrong. How do you feel? You went back for the lighter. Who knew this little tree market snowflake would end up here? With us misfits. Ich werde zu einem dreckigen Hippie, nein. Weil ich persönlich, ich finde die Leute cool. Ich mag gern solche Menschen. Ich hänge auch gerne mit solchen Menschen ab. Ich muss mal hier meine Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Warte mal. So. Ich fühle mich frei, nein, weil wir sind nicht frei.
aufgrund der Geschichte und der Polizei. Sind wir nicht frei? Frei können wir wahrscheinlich vermutungsweise erst sein, wenn wir in Mexiko sind. Und wie ein Außenseiter weiß ich nicht. Ich würde jetzt erstmal nehmen wie ein Außenseiter. Also von meinen Empfindungen her. Well, I still feel like an outsider, you know? Ah, you're doing great. Trust me. I was way worse than you and I joined the gang. Really? Please, don't hurt me. Looks like you found your vision. Hey! How about shut the fuck up back there? I can't hear my music. Guess what? He was on his secret sat phone again this morning. Speaking Romanian and shit. Oh no. Here it comes. He's Agent 420. And he has a license to cook. What's that? Told you 1,000 times, Big Joe is a clone. They come from a factory in Silicon Valley. Er ist nur ein Schläger, Mann. Maybe he's just the factory reject. He's just a goon, guys. Bet he worked for some gang. Must have done something bad to end up here. Duh. Boring. Yeah, boring. Shit, you're all in love with Big Joe. You can't stop talking about him, I swear. But his ass is too big. Right on. Come on. Yep. He's kind of a mystery. Hey, watch down back there. Enjoy the scenery for a change, for fuck's sake. Ich find's nicht gut, dass der kleine Mann. Ich persönlich, ich mag Hippies, ich mag Leute, die einfach mal ein bisschen, wie soll ich denn das erklären? Ich bin früher selber nur schwarz rumgelaufen, ich hatte auch schon Dreadlocks und keine Ahnung, ich find's geil. Aber ich find's für Kinder, finde ich's nicht gut. Ein kleiner Junge mit so vielen... Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Scheiße. I'm so fucking tired. Stop your bitching or get out of here. Hey! Jeez. Ganz ehrlich, kann es noch schlimmer werden. Ey, wenn wir jetzt eingreifen, dann kriegen wir einen Arsch voll, wenn wir nichts tun. Ja, aber man packt keine Frauen an. Aber mal ganz ehrlich, das ist eine Grasplantage, wie wir gerade sehen konnten. Der hat ein fucking Sturmgewehr oder was auch immer dieses Kackteil ist, ja? Hinten hängen. Ich glaube nicht, dass er uns abknallt oder so. Das glaube ich nicht. Auf der einen Seite würde ich aber auch sagen, dass man sich zurückhalten sollte wegen dem Jungen. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, ey, lass dir nichts gefallen. Aber ich finde, dass der Junge sowieso schon echt heftig ist. Er hat eine richtig große Fresse gekriegt, wenn ich das mal ehrlich so sagen darf. Ich würde ja jetzt gerne eingreifen und den Macker machen, um zu sehen, was passiert. Aber auf der anderen Seite würde ich auch gerne nichts tun. Ja, wegen dem Kleinen, aber auf der anderen Seite eingreifen. Das ist jetzt schwierig, weil... Boah, leck mich doch im Arsch. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Soll ich eingreifen oder soll ich nichts tun? Du willst bestimmt, dass ich eingreife und auf die Fresse kriege, oder? Scheiße. Wenn ich nichts tue... Mir geht's nicht darum... also ich... würde mich immer für meine Freunde einsetzen. Immer. Aber auf der anderen Seite ist halt auch der Junge, ne? Er ist so... Fuck it. Komm drauf geschissen, wir greifen mal ein, mal gucken, was passiert. Hey, come on. That's not cool. Are you really shit-talking me, Cheech? Huh? Forget it, Sean. Seriously, we're late. War ja nicht so schlimm, oder? Hey, you're gonna get us kicked out of here. Well, I just wanted to. What? Be a white knight?
I can take care of myself, Sean. Bro, that guy would have beaten me down. Scheiße, und jetzt ist Sean, Daniel alle mittendrin in der Grasplantage. Leck mich, ey. Davor brauche ich einen Screenshot. So. Oh, hier vom Jungen auch gleich noch. Warte. Das wird gut. Das ist gut. Entschuldigung, ich muss. Leck mich doch am Arsch, ey. Oh, thanks for coming. I'm not your way, right? No, we're sorry. We just... You don't get paid to be late. Next time you won't be. Listen up. I need two teams today. Finn, Penny, Anders, and what's your name will clean up the mess from the storm. The rest of you get to sit and trim. Like I want to go pick up a bunch of shit all over the camp. Hey, you want to trade places? Shut up, Daniel. You got a deal, kid. Yeah! I get to go outside. Hey! You guys still don't get it. This is work, not a goddamn summer camp. You're not special. There are dozens of hippies like yourselves begging for work at the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Finn, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah, you heard the man. Stop fucking around and get in your teams, all right? Hold up. You and me are gonna talk. Remember, I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. I know. We really appreciate it. Thanks. Yeah. No ass kissing, please. Just watch out. Next time your brother fucks up, you're both gone ASAP. Look, I'm not trying to bust your balls, but this is a pot farm and he's a fucking kid. You hear me? Got it. I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. What kind of shit? Jesus. What is this, an interrogation? No. I'm sorry. Okay, time's up. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. All right. Thank you. Hey. Das wird nicht gut ausgehen. You okay? Now for the fun part. I need this all done by tonight. No excuses. So, get on it. All right, we good? Yeah, Finn is playing boss with his crew. I told him they'd all work late if they didn't finish on time. I hope so. Okay, I gotta make some calls. Well, what are you waiting for? You know the drill. What? Dude, this sucks ass. I feel like I'm in prison. Halt die Klappe. Mira almost kicked us out because you're a big mouth. What part of Lalo don't you get? You shouldn't even be here. Sure. I bet you wish I wasn't here. Oh, stop. I can tell. You know exactly what I meant. Oh, I feel you, Daniel. Sometimes I get stir crazy in here, too. Look, I know you guys are having the time of your life here, but I'm not. So shut your mouth and give me some quiet, for fuck's sake, okay? Well, why do you stick around, then? None of your damn business. But I'd be long gone if I had the chance. Trust me. All right, man. Just pick a butt and get to it. Ah, komm dann. Scheiße, benutze A und D zum perfekten Zeitpunkt.
Okay, wie denn so? Jetzt? Okay, so. Scheiße. Oh, wenn ich Gras rieche, muss ich kotzen. Das ist ganz schlimm. Hab hier auch so einen Kollegen im Haus, so einen, oh fuck, so einen Nachbarn, der, ey, wenn der kifft, ne, ey, oh, richtig ranzig, da, oh, könnte ich, oh fuck, 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 Mann, Schnauze da jetzt. Okay. Ich will das Gras gar nicht schneiden, Mann. Fick die, oh, Entschuldigung. Wow, we are lucky, right, and then your arms fall off. Going to. Ah! Take your time, dude. Oh Gott, ist das kacke. You get any reception, Big Joe? This place is a cell killer. Oh, of course. Oh, könnt ihr mal leise sein? Ich kann mich nicht konzentrieren hier. Oh Gott, ich will gar kein Gras schneiden, verdammt. Ja! I should clean my scissors. They're a mess. Was ist kacke? Oh, ist das blöd. Ich mag das gar nicht. Oh, ich mag das gar nicht. Shit. Ooh. You okay, sweetie? It's okay. You're doing fine. Just. Oh, shit. Slow down if you need. Könnt ihr mal bitte leise sein? Danke. Mann! Ich will kein Kackgras schneiden, ey. Ich hasse sowas. Und ich bin auch nicht sehr gut darin. Guck mal, die machen ja gar nichts. Ich mache hier alles alleine. Der putzt da nur seine Kackschere. Mehr macht er gar nicht. Wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt so? My ass hurts. Schnauze, ich hab gerade erst angefangen. Oh, poor baby. That's the job. Don't think, just work. Okay. Just don't ask me to smile for the camera all day long. Echt, muss ich jetzt hier diesen... Feels like working in a factory. Den ganzen Kack schneiden, oder was? Ich will keine Drogen schneiden. Sean agrees with me. As always. Habe ich keine Lust drauf, ganz ehrlich. Lass mich. Find ich blöd. How about stop bitching so much? Das Ding ist, das bewegt sich mit. Oh. Oh, wie weit sind die denn? Oh. Kacke. Ich mag das nicht. Muss ich das echt machen? We really need to do something about your hair. What? What? What's wrong with my hair? Are you kidding me? It's hiding your pretty face. I can't allow that. Come on. Oh, nee. It's not that bad. Ich mag das nicht. Just a mess. Yes. But worry not. We've got everything to take care of it. Yeah. So? We'll see. Oh, ey. Ich hab das Spiel nicht gespielt, um Drogen zu fabrizieren hier, ne? Halt's Maul! Das wird ja mal schneller! I'm on fire. Halt's Klappe, ey. Das ist ja mal nicht wahr, ne? Oh, nee. Ich mag es nicht. Und ich werde mich auch weiterhin beschweren, bis diese Scheiße vorbei ist. But for real, though, halt die Klappe, Cassidy. Snap your fingers and go anywhere. Cassidy, we get it. Over and over. You don't want to be here. Ja, wer will das schon? So what? So I'm allowed to dream a little? You won't get hurt. Wenn die Schere ins Wasser tunken, ne? Dann wird doch das Gras wieder nass, oder nicht? Darf das überhaupt nass werden? Ich weiß gar nicht, was ich da sage, ne? Nur so zur Info. Keine Ahnung. Oh. Ich säubere gleich. Moment. Cool, let's be trimmigrants. Then you barely work for a month. Oh, ich hab keine Lust hier zu sitzen, ey. Shit. It's always something. Damn. Can you folks put a lid on it? We got shit to do here. What's this? Whoa. Down.
Easy for you to say, cowgirl. Errungenschaft. Gedankengang. Please. I bust my ass like everybody else. Uh-huh. Don't even. You're always looking for an excuse. Ich höre gar nicht zu, was ihr da labert. Ich habe keine Lust auf diese Ow, my arm hurts. Wah, wah. Get off my crack, Hannah. We've been stuck out here for 2 months. I didn't come out to California to live on a fucking farm. I want to see some water. Wie lange muss ich die Kacke hier noch machen? Build a house. Für sowas bin ich nicht hier, ganz ehrlich. You know we voted to stay for a while. Das ist die schlimmste in jedem Life is Strange Teil. Sorry, aber ist so. Kriegen die sich da jetzt in eine Klotten? Then go. Take the fuck off. If we're a family, we stick together. You're on the bus, we're off the bus. Hey, everybody chill. Let's not get... Sean, step back. This is our business. Just grow up, Cassidy. Stop acting like a princess. Thanks, Mom. Anything else? Yeah. But we don't have the time. Did you fall out of the wrong side of the tent or what? Shit, you're clueless. Da passiert gleich irgendwas. Fuck this shit. Hannah, sorry. I know. Hey, I don't want to fight. It's been a long, crappy week. Just keep it fucking down in here, okay? Da hat aber eine schöne Augenfarbe, das ist cool. Ich habe keine Lust mehr auf Gras schneiden. Kacke! Screenshots. Ich mag das nicht. Cheer up, my little Sean. Halt's Maul. Mag ich nicht. Trust me. It's not as bad as you think. Other farms in the area is just straight down exploit your ass. You gotta be careful with those scissors. They're sharp as fuck. Yeah, no shit. Oh, you'll get scars, but you'll get it. Part of the fun. And sexier. Later, Big Joe. Smile, asshole. So, did you have a good day at work, honey? Daniel hat rumgerollt, die Mädels sind cool, Familienfeder. I did. Love the Jerry Springer moment, when Hannah and Cass started picking on each other. Yeah, they love to start shit with each other, then get high. Short-term memory loss. Also ich habe ja nichts gegen Leute, die kiffen, ja, aber ich habe ein ganz großes Problem damit, wenn da ein Kind zwischendrin sitzt, das geht gar nicht. Ich verstehe ja auch, dass er das nicht anders kann, aber ich... How was your day? Did you have fun outside? Nope. Picked up branches and shit, got covered in mud. Would not recommend. Still sounds better than sitting on your ass all day. I feel you, Sean. As always. That's why you're such a good fit for the family. You totally hooked us up. A job, cash, friends, safety. Sean, everybody's cool with you two. Daniel is your secret weapon. I don't know. He's way too young for this bullshit. You gotta be zen about this. The more you try and control him, the less you have. It's deep, huh? Swear, he acts just like me. That's how I know he's smart. He's also got a kick-ass hermano. Yeah, my brothers are like that. Okay.
Ich muss die Folge an dieser Stelle leider beenden. Wir sind schon über der Zeit. In der nächsten Folge sehen wir auf jeden Fall, wie es weitergeht. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.